Moin, moin, hallo, willkommen zusammen zu einer weiteren Folge ETS 2 Singleplayer. So, wir fahren heute von Osnabrück nach Köln. Vorher muss ich allerdings noch den Auflieger abholen fahren. Denn heute fahren wir mal nicht mit unserem eigenen Auflieger, sondern wir fahren heute mit einem von einer Firma zur Verfügung gestellten, sag ich mal. Warum habe ich jetzt gerade eigentlich abgebremst? Da der Humbug hier. Aufs Handy gucken und dann LKW fahren nebenbei. Schlechte Kombi. Genau, also wie schon gesagt, schlechte Kombi aufs Handy zu gucken und LKW zu fahren. Ich mache es nämlich immer noch. Jetzt aber Handy weglegen. Und dann wird das Ganze hoffentlich auch vom Fahren her besser sein. Na, wen muss ich... Ah, den... Das fährt unser LKW, ein schöner Mercedes Arctros mit meinem Namen oben drauf. Ja. Gut, würde ich sagen, fahren wir mal los. Halten uns lange an der Vorräte auf. So. Na, überhole euch, genau. Der nächste am besten auch gleich noch. Genau, so kann man es machen. Nicht viel zu tun an der roten Ampel, ne? Das merkt man gleich ja. So. Was ist das denn da für ein komischer Haken? Ich sorge schon mehr für Stau. Was macht der da? Schwertransport oder wie? Für wen das denn? War das ein Baustellenfahrzeug? Ich weiß es nicht. Ich spiele das Ganze wie immer mit Lenkrad. Wie immer eigentlich, aber ich sag's trotzdem nochmal. Nein. Ja, komm, fahr zu. Jetzt fahr. Hol doch nicht so weit aus, Mann. Du fährst doch kein Panzer, Junge. Hat er nicht gerade noch links geblinkt? Ich glaube, ich muss nachher mal mein eigenes Video selbst nochmal komplett ansehen, damit ich weiß, ob der geblinkt hat oder nicht. Das ist ja komisch. Er war gerade so, als hätte er doch geblinkt nach links.
Oder bin ich gegen den geknallt? Ja, eigentlich nicht. Hätte Aufliegerschaden bekommen. Muss ich das verstehen? Also. Komisch. Falsch gefahren. Mist. Oh nee. Das wäre unsere Abfahrt gewesen. Wir schauen nochmal alle nach rechts. Da ist Vase. Nun fahren wir einen schönen großen Umweg und sind demnach länger unterwegs. Ja. Und schaffen das diese Folge nicht mehr ans Ziel. Aber macht ja auch nichts, ne? Dann nächste Folge vielleicht nochmal, weiß ich noch nicht, ob ich das abspeichere oder nicht. Mal sehen. Erst wenn ich jetzt den Kollegen hinter mir in die Sicht. So ist gut. Jetzt sieht er nämlich nichts mehr und muss sich jetzt voll und ganz drauf verlassen, wie ich jetzt hier so fahre. So. Oh nein. Jetzt könnt ihr auch schnell eine Werkstatt aufsuchen. So ein Mist. Kann es sein, dass mich das Navi gerade im Kreis jagt? Jo. Jetzt fahren wir hier runter und fahren dann gleich wieder drauf. Ja. In die entgegengesetzte Richtung, weil wir ja so, weil ich ja so doof gewesen bin, nicht wir. Nicht wir haben uns verfahren, ich habe mich verfahren. Das ist auch immer sehr interessant, wenn es doch heißt, wir haben uns verfahren, dann heißt es immer, du hast dich verfahren. Ja, also ein Busfahrer oder überhaupt, wenn man als Beifahrer bei sich hat, man sollte nie sagen, wir haben uns verfahren. Das ist mal sehr dumm. So, schon wieder irgendwo gegengepratzt. Mann, oh. Ich hab's mit dir mal. So, jetzt wieder rauf hier. Welche dumme Sau ist gerade wieder gegen mich gefahren? Wie kann man denn einen LKW übersehen? Da muss man doch mitkriegen, dass da ein großer Mercedes Arctos ist. Und wenn dann auch noch mein Name auf dem Schild steht, dann sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger fahren. Am besten ist, wenn man meine LKW sieht, gleich abhauen, zweite suchen. Weil so wie ich fahre, das wünscht man keinem. Wo fahre ich denn hin? Nach Köln oder nach Kiel? Nach Köln. Ja. Boah. Ich muss wirklich weniger aufs Handy gucken. Ob ich das heute noch lerne? Nun ja. Das war jetzt ja meine Schuld. Ich hätte mal lenken sollen. Okay, ich lasse mich mal lieber abschleppen, das ist mir gerade deutlich unsicher hier. Okay, wollen wir mal sehen. Wo landen wir denn jetzt? Jetzt könnte ich natürlich auch die Ladezeiten da raussteigen, aber die sind ja so kurz bei mir. Da denke ich, machen die zwei, drei Sekündchen auch nichts. So, und wir sind am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Achso, die letzte Folge Notruf 1.2 ist ein bisschen abgestürzt, ne? Dafür wollte ich mich nochmal entschuldigen. So, ich bedanke mich jetzt aber bei dieser Folge hier fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da und wenn noch nicht getan, auch ein Abo. Ist kostenlos.
sollte man vielleicht heutzutage immer noch mal betonen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ich hoffe, ich komme heil an.